Also das Thema künstliche Intelligenz ist ein neuer Megatrend, der die Art und Weise, wie wir leben und arbeiten, massiv verändern wird, genauso wie die Erfindung des Internets. Und wer diesen Trend von Anfang an mitmacht, hat große Chancen. Wer diesen verpasst, wird auch überrascht werden. Um künstliche Intelligenz zu treiben, braucht man vier Dinge: Menschen, Daten, Algorithmen und Projekte. Und über diese vier Dinge möchte ich kurz hier 30 Minuten reden. Vor 1000 Jahren wären alle Leute hier in diesem Raum auf den Feldern gewesen, als Bauer, Bäuern, Mägde, Radmacher mit den Händen gearbeitet. Und erst die Erfindung des Buchdrucks im Lutherjahr, sollte man das sagen, kamen neue lesende, schreibende Tätigkeiten dazu. Hier der erste Bestseller der deutschen Sprache, die Lutherbibel. Und dadurch sind neue Berufe entstanden. Da hat es 550 Jahre gedauert, bis die Menschheit ihr gesamtes Wissen aufgeschrieben hat und in eine solche Bibliothek von Harvard hier gesammelt. Und hier gibt es auch das Standardwerk für Elektrizitätslehre. Und der weiß, wo es steht, könnte da hingehen und das rausnehmen. Auch eben eine Vielzahl von akademischen Berufen sind entstanden, die dann entsprechend die Berufe und unser Zusammenleben verändert haben. Die Digitalisierung, hier eine Tape Library, fing dann nach dem Zweiten Weltkrieg an. Und es hat 55 Jahre gedauert, auch hier mit neuen Berufen. Ich erinnere mich noch, als Physiker in der Zeitung gelesen zu haben, ein Entity Relationship Modeler wurde gesucht. Da wusste man damals auch nicht, was das war. Heute sind relationale Datenbanken Commodity. 55 Jahre hat es gedauert, um das gesamte Wissen, was Sie eben in den Büchern gesehen haben, ins Internet zu packen, auf das wir zugreifen können von allen Endgeräten, in Sekunden schneller auf dieses Wissen jetzt zugreifen. Und wir spüren alle, wir sind eigentlich fast überfordert. Eine Datenflut da, es ist verhältnismäßig dumm noch, das Internet. Es versteht den Inhalt, die Semantik nicht. Und genau das ist jetzt das, was kommt, nämlich das kognitive Zeitalter, das Zeitalter der künstlichen Intelligenz, dass man eben mit den Dingen intelligenter umgeht. So, die vorherigen Paradigmen sind die Tabellenkalkulation gewesen, programmierbare Systeme, jetzt die kognitiven Systeme. Was ist das? Das sind Systeme, die eben genauso wie die industrielle Revolution die körperliche Arbeit automatisiert hat, das Cogitare, lateinisch heißt ja Denken, einfache denkende Tätigkeiten automatisiert, eben wie Sehen, Lesen, Sprechen, Erkennen. Das können jetzt die kognitiven Systeme. Und vor allen Dingen eins, Sie können lernen. Und das möchte ich Ihnen jetzt zeigen, wie das geht. Und um das zu treiben, brauchen Sie eben die Menschen. Hier typische Jobs, die man jetzt hier haben sollte, sind Deep Learning Spezialisten, Content Analysten, Augmented Reality Designer, OIMA Modeler. Ich frage mal, wer im Raum hat in seinem Unternehmen und Organisation einen OIMA Modeler angestellt? Bitte mal die Hand hochheben. Es gibt einen. Sehen Sie, ich war vor 8 Wochen in Silicon Valley, dann habe ich die gleiche Frage gestellt. Da waren 90% der Leute, die da waren, wussten, dass das ein führender Standard ist zur Sprachverarbeitung. Also wenn Sie einen Algorithmus, einen Roboter bauen wollen, der Ihre Manuals zum Beispiel von Ihren Dokumenten und Abläufen lesen möchte, das automatisieren möchte, brauchen Sie OIMA. Ebenso wie KI-Trainer, Robotics-Ingenieure, Computerlinguisten sind richtig gesucht. Wir stellen im Moment 1000 ein in München, unserem Watson Center, Avatar-Designer. Und insofern braucht man hier die Hand, eben nicht von Gott zu Adam, der Funke überspringt, sondern vom Unternehmer, Ihnen, auf eben den digitalen, künstlichen Assistenten. Stellen Sie diese Leute ein, suchen Sie diese Skills und dann wird es viel schneller vorangehen, als wenn man lange redet und plant. Sie brauchen diese neuen Jobrollen und sonst sind Sie eben spät dran. Insofern möchte ich Ihnen jetzt, nachdem das der erste Punkt zu den Menschen waren, die Sie brauchen, die es tun, jetzt zu den Daten kommen und kurz erklären, was eben künstliche Intelligenz eigentlich ist. Das Ganze, wir haben das schon gehört, wird eigentlich von der Explosion der Daten getrieben und hier vor allen Dingen den sogenannten unstrukturierten Daten. Das sehen Sie auf der rechten Seite da oben. Das ist das Neue. Was sind unstrukturierte Daten? Das sind alle, die nicht strukturiert sind. Das sind Maschinenlogs. Wir haben gehört bei allen Vorträgen von
von Siemens, Bosch, diese Sensoren, die man überhaupt im Internet of Things, dass diese Maschinen, Sensor-Log-Files, das sind unstrukturierte Daten, aber auch Texte, das ganze Lesen, alle Arten von Texten in allen Sprachen, alles unstrukturiert, Bilder, Videos, das ist das, was analysiert werden kann. Und hier findet vor allen Dingen die Explosion statt. Und Sie sehen in der Elektroindustrie, hier in kurzem Zeitraum verdoppeln, verdreifachen sich die anfallenden Daten. Und derjenige, der diese jetzt eben intelligent auswertet, hat einen massiven Vorteil. Ich habe daneben Autoindustrie gemalt, sehen autonomes Fahren, Connected Car, Electricity, all diese Dinge sind ja nur möglich, weil man eben Daten und Intelligenz verknüpft. Insofern schauen Sie, haben Sie eine digitale Strategie in Ihrem Unternehmen, die das Sammeln von Daten, von unstrukturierten Daten fördert. Und sonst müssen Sie das nachher nachholen, wenn Sie zum Beispiel Ihre Produkte nicht fotografiert haben auf Fotos, dann können Sie sie auch nicht auswerten. Insofern, was ist jetzt die künstliche Intelligenz? Das ist ein Gebiet, was es seit über 100 Jahren gibt, wo man probiert, Maschinen zu bauen, die sind so wie wir, die intelligent reagieren. Das ist ein allgemeiner Begriff, vor allen Dingen auch das eben intelligente Entscheidungen treffen, Sprache. Das ist ein allgemeiner Sektor, in dem viele Disziplinen Platz haben. Dann ein Subbereich ist eben das Machine Learning, wo die Maschinen lernen und mit der Erfahrung, mit dem, was man ihnen beibringt, besser werden. Ist das vorherrschende Paradigma Assisted Learning, dass der Mensch also den Maschinen beibringt und sagt, ich will jetzt, dass du die Bilder erkennst, hier sind 10.000 Waschmaschinen drauf und dann erkennt es genau, eine Waschmaschine zu unterscheiden von einem Trockner zum Beispiel. Ja? Das Deep Learning geht noch einen Schritt weiter, wo die Maschine noch stärker selbstständig Sachen lernt und auch Dinge lernt und versteht, die sie vielleicht noch nicht wissen. Also wo die Maschine noch mal unabhängiger wird und Konzepte, Fehler, Zusammenhänge findet, die sie gar nicht gesucht haben. Sie finden Dinge, verstehen Dinge, die sie nicht gesucht haben, die sie noch nicht verstanden haben. Und damit Sie ein Gefühl bekommen für die Dynamik dieses Feldes, möchte ich Ihnen einige Maschinen und Szenarien zeigen, Beispiele zeigen aus den letzten 100 Jahren. Also vor 100 Jahren die erste Schachmaschine noch rein mechanisch. Dann eben 1960, auch der Zeitraum, wo die Mathematik der neuronalen Netze aufkam. Hier das Perzeptron, das ist das erste elektromechanische Gerät, mit was trainiert werden kann, was eben auch lernt und was das menschliche Neuron nachahmt. Ist also ein Schaltkreis, den Sie hier sehen. Die beiden sind zufrieden, dass sie eben den ersten trainierbaren Schaltkreis gebaut haben. Dann 1966 der erste versucht, einen Chatbot, also dass man mit der Maschine reden kann, Elisa, zu bauen. 1979 dann hier dieser BKF-Software, der Backgammon, den damaligen Weltmeister, besiegt. Und man kann, wenn man Bücher über künstliche Intelligenz liest, gibt es manche, die stellen das als eine Geschichte der Demütigung der Menschheit dar, weil die Maschinen ein Spiel nach dem anderen gewinnen. Und die Spiele werden quasi immer komplizierter und das werden Sie jetzt hier sehen. Das ist noch kein Spiel. Hier 60 Kilometer fährt dieses Auto 1987 alleine ohne Fahrer. 1994 komplizierter Dame eben, hier das Team, was das hinbekommen hat, einen regelbasierten Algorithmus, der eben die Besten im Dame besiegt. Dann 1997, ich war an der LMU in München, erinnere mich noch, Bild-Zeitung schreibt, nie wird ein Computer den Menschen in der Königsdisziplin des menschlichen Denkens Schach besiegen. Ein Jahr später war es dann soweit. Deep Blue hier leckt den Kasparov und seit der Zeit hat sich das Schach verändert. Die Dynamik ist immer so, dass solche Leuchtturmprojekte dann industrialisiert werden. Heute können Sie ein solches Schachalgorithmus in einer App runterladen und keiner von uns würde praktisch da gewinnen. Die spielen auf Großmeister-Niveau und kosten nichts. Das ist die Dynamik. Dann eben 2000 der erste Roboter, der auch Gefühle ausdrückt und erkennt. Hier Kismet heißt er.
2005 dann ein Auto, was 131 Kilometer ohne Fahrer ein Rennen gewinnt durch die Mojave-Wüste mit der gesamten Realtime-Sensorik und so weiter. Sie sehen, es wird schneller und besser. 2011 dann Jeopardy, das ist Watson. Das ist also der, mit dem ich mich beschäftige, in der Mitte. Watson, wer von Ihnen hat das Video, wie Watson Jeopardy gewinnt, gesehen? Mal bitte die Hand hochheben. Es sind verhältnismäßig wenige. Also gehen Sie mal bitte auf YouTube und schauen sich das an, wie eben in der Mitte dieser strahlende Schirm, das ist Watson, hat eine sehr sympathische Stimme und spricht. Und der gewinnt die beliebteste Rätselshow im amerikanischen Fernsehen, Jeopardy, wo Fragen gestellt werden aus dem gesamten Wissen der Menschheit, Sport, Geschichte, Wissenschaft. Und die Blitzartigkeit, mit der komplizierte Fragen beantwortet werden, frustriert die beiden Weltmeister daneben, die da sehr bekannt und wohlhabend geworden sind, und gucken sich das Gesicht von Brett an. Er begreift, er wird dieses Spiel nie wieder gewinnen. Und das ist eben auch eine Fähigkeit, die in Ihrer Industrie unheimliche Möglichkeiten bietet, dass wenn Software-Systeme über komplizierte Zusammenhänge fragen und antworten können und reden können, dann kann man neue Services machen, dann kann man neue Interfaces machen, da komme ich gleich zu. 2012, in wenigen Stunden gibt es Algorithmen, die 2 Millionen verschiedene Objekte auf Fotos automatisch selbstlernend unterscheiden. Also es ist quasi das automatisierte Auge. Dann 2016, ein Algorithmus von Google, DeepMind heißt er hier, gewinnt Go. Wenn hier mehr Professoren von AI wären, wir würden durch die Vorlesungen schauen, 2014, 2015 steht in den allermeisten drin, Go wird in den nächsten 100 Jahren nie von einem Computer gespielt werden können, das ist zu kompliziert, können wir nicht. Jetzt hat er den Weltmeister hier begriffen, und das ist eigentlich der Grund, warum in den Zeitungen das auch so explodiert, dieses Thema, weil das wirklich eine neue Form von selbstlernender Intelligenz ist. Der Algorithmus hat auch eigene Züge, Strategien entwickelt, die so vorher nicht da waren. Er kennt Muster, ist er trainiert worden, indem er gegen sich selbst spielt. Das ist also schon ein wirklicher Quantensprung in diesen Algorithmen. Insofern stellt sich die Frage, was ist jetzt eigentlich möglich, wenn man solche immer schneller sich entwickelnden intelligenten Systeme hat? Und die großen Plattformanbieter bieten Ihnen als Unternehmen kognitive Plattformen an, in denen Sie Services konsumieren, um umsonst sofort hier aus der Cloud in 5 Minuten oder bei Ihnen im Unternehmen, die vermarktet werden mit diesen Fähigkeiten Understand, Reason, Learn and Interact, zu Deutsch verstehen, interpretieren, lernen und interagieren. Verstehen ist, dass man eben sieht, der Computer sieht und erkennt, liest, dass er auch mehr die Semantik von dem, worum es da geht, versteht, Fragen versteht, wonach wird gefragt, dass also das Verstehen wird automatisiert mit UIMA zum Beispiel, wie ich es eben sagte, und Algorithmen, Chatbots. Dann eben auch Antworten zu evaluieren, was ist die richtige, was passt, was nicht, das ist der zweite Schritt. Über das Lernen hatte ich geredet, das ist eigentlich das Wichtigste, dass die Systeme nie so schlecht sind wie am ersten Tag, und dann werden sie besser. Also wenn Sie wirklich ein Wissensmanagement, ein lernendes System haben, dann ist das ein unwahrscheinlich Wettbewerbsvorteil. Und zuletzt ist auch die Art, wie wir mit Menschen interagieren, wird sich verändern. Und hierzu zeige ich Ihnen einige Beispiele. Hi, my name is Lily. Hi, Lily. Nice to meet you. How far is the moon? The moon is about 250,000 miles. That's from a Earth lot. Average. What is 2 plus 2? 4. Awesome job, Grayson. What is the speed of light? The speed of light is 186,000 miles per second. Can you count to 6? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Super. Tell me a knock-knock joke. Knock-knock. Who's there? Lettuce. Lettuce who? Lettuce in. It is freezing outside. My favorite color is orange. Okay, I'll try to remember. Your favorite color is orange.
So, was Sie hier gesehen haben, ist ein Spielzeug der Firma Cognitoy, welches eben für der kleine Dinosaurier, Sie können ihn für 99 Dollar gebraucht auf Amazon kaufen. Ich habe das gemacht, meinem Sohn geschenkt. Und die haben über 2 Stunden mit 16-Jährigen damit gespielt. Das ist also der Reifegrad. Es gibt verschiedene Programme. Eins, was beliebt ist, ob er eben das Englisch versteht, dass man Englisch richtig ausspricht, dann Witze, Wissensfragen. Das ist also schon das Niveau, mit dem man also agieren kann. Und stellen Sie das jetzt als Frontend zu Ihrer Waschmaschine, zu Ihrem Kochroboter, zu Ihrer Anlage vor, dann sieht man sofort, was da eigentlich auf uns zukommen wird. Und das ist eine sehr, sehr einfache Anwendung. Also in der Roboter setzt ja über Wireless LAN die Stimme um in einen Wellfile. Denn der Wellfile wird dann von Cognitoy in die Watson Developer Cloud geschickt. Das sind diese kognitiven Services. Und ich habe mal die rot markiert, die der Dinosaurier jetzt hier nutzt. Also zuerst wird unten Speech-to-Text, wird also die Sprache umgesetzt in Text. Dann saust der Textfile rüber in den Conversation Service. Das ist also da, wo man Dialoge macht. Da wird verstanden, wonach hat er eigentlich gefragt, Lichtgeschwindigkeit. Dann saust er durch seine Datenbank, sieht 300.000 Kilometer die Sekunde, schickt die Antwort zurück. Die Antwort wird wieder mit Text-to-Speech umgesetzt im Mikrofon. Und dann hat man den Eindruck, jetzt hat der kleine Dinosaurier geredet und wusste was. Dabei ist es eigentlich durch viele Server geflitzt war gar nicht im Dinosaurier, sondern die Intelligenz steckt eben in diesen Algorithmen drin. Und ich habe hier verschiedene, das im Moment bieten die Plattformanbieter 20 bis 30 solche Services an. Die werden eben hier eingefärbt nach Understand, Reason, Learn und Interact. Eine andere Art, das zu machen, wäre nach den Sinnesorganen. Also es gibt welche, die eben sehen, Bilder verarbeiten, Videos, die hören, die eben sprechen, die Knowledge extrahieren, auch gerade welches, was sie nicht haben, dass sie Dinge, Zusammenhänge finden, die sie nicht kennen. Für jede dieser Fähigkeiten gibt es jetzt einen Service und Sie können die am Anfang umsonst nutzen und fangen erst an, das zu bezahlen. Pay as you go, wenn es mehr wird. Also zum Beispiel ein Aufruf von so einem Conservation Service ist, glaube ich, ein Hundertstel, Tausendstel Cent, also praktisch null. Das ist auch in Deutschland mittlerweile en vogue. Wir machen immer mehr, wir haben aktuell 100 Projekte. Wir machen ein Programm mit der Lufthansa. Das heißt, wenn Sie alle einchecken, dann ist ein Problem beim Eincheck. Der Check-in-Agent ruft das Callcenter der Lufthansa an, dann wird demjenigen geholfen von Watson, schnell eine Lösung zu finden, dass Sie einchecken können. Und das wird hier weiter ausgebaut, auch automatisiert in den Services, die im Moment nicht so rund laufen bei der Lufthansa. Da hat ja jeder von uns viele Erfahrungen. Dies ist ein Projekt, was wir mit Panasonic gemacht haben und kürzlich auf einer Retail-Konferenz gezeigt haben. Ein sogenannter Smart Mirror. Hier können Sie sich also mit dem Spiegel unterhalten. Und der Spiegel ist Ihr Concierge-Service hier in einem Hotel. Und da können Sie fragen, wie ist das Wetter? Sie sehen, der Dialog läuft hier auf dem halbdurchlässigen Spiegel ab. Und Sie können Digital Concierge, jetzt geht's an, mit ihm sprechen, ihn Dinge fragen über das Programm, was los ist in der Stadt, was man machen kann. Das ist eben ein Pilotprojekt. Und die Firma ist Panasonic. Und Sie können sich vorstellen, warum das eben attraktiv ist, weil man natürlich auch Fernsehner, man möchte ja praktisch die Zentrale, den Fernseher zur zentralen Hub im Zuhause von uns allen machen, sodass eben die Terminkalender, die Fragen, der Zugang zu vielen Dingen vom Fernseher aus gesteuert wird. Und hier gibt es große Aktivitäten und dafür sind kognitive Services unersetzlich und machen dies erst möglich. Und natürlich auch in Ihrer Industrie ist das für intelligente und kundenfreundliche Produkte eine wunderbare Möglichkeit. Ich habe Ihnen hier noch ein anderes Thema mitgebracht. Draußen im Foyer ist ja Virtual Reality. Das hier ist Augmented Reality, was ich, finde ich, noch fast attraktiver für Sie finde, weil dieses Gerät, was Sie hier sehen, ist nicht mit dem Internet verbunden, sondern zukünftig wird jedes Auto, hier ein Ford, ausgeliefert mit einer persönlichen App. Und da können Sie dann im Auto das so hin und her schwenken und die App erkennt, ohne Verbindung zum Internet, ohne dass Sie was machen, worauf die Kamera zeigt. Also Sie sehen hier, die App erkennt, da ist der CD-Player, hier ist das Emergency Light, Phone und so weiter, das alles erkennt die App und rechts wird eben quasi angezeigt, was man damit machen kann.
Also zum Beispiel, ich nehme auch häufiger Mietwagen und weiß oft nicht, wie bediene ich das. In Zukunft werde ich viel schneller weinen, wie bediene ich das, wie kann ich das machen. Riesiges Thema auch für After-Sales, Reparatur, Fernwartung und so weiter. Multimillionen Einsparungen für alle Sie hier, die eben große Anlagen betreiben und im Moment immer Ihre Experten per Flugzeug hinschicken müssen. In der Zukunft werden Sie mit diesem Gerät dann sprechen und sagen jetzt, wo ist die Bremse? Und dann erscheint ein Pfeil auf der App und der zeigt, guckt nach unten, links unten im Fußraum ist die Bremse. Und dann, warum ist die verklemmt? Ja? Und dann erkennt es, da ist jetzt die Fußmatte dahinter und dann sagt zurück, Fußmatte, ziehen Sie es raus. Also man wird praktisch auch eine Ferndiagnose und Serviceberatung durchführen. Und es wird so sein, dass am Anfang das wenig kann, wie hier, what is it, dann kommt where is it und dann what to do. Also es wird quasi ein phasiertes, schnelles Aufwachsen der Fähigkeit entstehen und das ist für Ihre Industrie eine enorme Chance, auch weltweit zu wachsen und Ihr Know-how auch ohne viele Mitarbeiter überall eben hinzubekommen. Insofern schauen Sie sich bitte hier diese Kurve von Gartner an. Das sind die weltweit wichtigsten Trends und Innovationen, die Gartner im Moment auf dem Planeten sieht. Wir brauchen mal gar nicht durchgehen. Ich habe nämlich mal für jede, wo künstliche Intelligenz drin ist, einen roten Pfeil gemacht. Also Sie sehen, eigentlich alle Innovationen, die jetzt kommen auf dem Planeten, werden auf die eine oder andere Art etwas mit Artificial Intelligence zu tun haben. Und das nennt man ja Hype Cycle. Da möchte ich eine Bemerkung noch machen und warnen. Man denkt immer, die Erwartung ist groß, dann ist man enttäuscht, das funktioniert ja nicht so gut. Dann stürzt man so ab und plötzlich ist es überall. Das ist ja die Logik des Hype Cycles. Insofern, am Anfang erwartet man zu viel, aber dann wird es eigentlich gefährlich, weil dann werden die Sachen billig und verbreiten sich schnell. Insofern, was ist jetzt Fiktion? Fiktion ist eigentlich das, was man starke künstliche Intelligenz nennt. Man unterscheidet zwischen einer schwachen künstlichen Intelligenz, das sind einfache Systeme wie Expertensysteme, Navigationssysteme, Chatbots, autonomes Fahren. Auch in gewisser Weise das, was wir jetzt hier gesehen haben mit einem Pepper, ohne im Internet verbunden zu sein. Er hat ja kein Bewusstsein, er ist nicht autonom und kann jetzt rumlaufen und draußen Kaffee holen oder selbst entscheiden, was er will, sondern er hat ja genau das gemacht, was wir wollen. Und insofern sind alle Systeme, die wir im Moment haben, eigentlich Systeme der schwachen künstlichen Intelligenz. Philosophen, Wissenschaftler sind der Meinung, dass eigentlich in gewisser Weise fast alles, was wir bauen, schwache künstliche Intelligenz ist, weil wir es simulieren. Die starke hingegen wäre das, was man bei Hollywood oft sieht, eben der Terminator, der rumläuft, einen verfolgt oder eben auch die neueren Filme, dass man wirklich Objekte hat mit Persönlichkeit, mit Gefühlen, mit Autonomie. Insofern sind viele der Begriffe Bewusstsein, Eigenwahrnehmung, Weisheit eben Dinge, die mit starker künstlicher Intelligenz verbunden werden. Und da ich das jetzt seit vielen Jahren mache, kann ich Ihnen sagen, die Sorge in den Medien, die von Hollywood auch natürlich toll auch präsentiert, ist sehr, sehr begrenzt, ist eigentlich unbegründet. Insofern habe ich hier mal zwei Kommentare drauf geschrieben, dass aktuell alle Systeme schwache künstliche Intelligenz haben, sind eigentlich in dem Sinne dumme Automaten, die aber intelligent wirken und trotzdem schöne Sachen machen. Erinnern Sie sich an den ersten Taschenrechner, TI 57, da hat man sich gefreut, weiß ich noch, das erste Programm, was ich geschrieben habe, bis 100 zählen, da war toll. Ne? Insofern ist alles, was wir machen und haben, die schwach künstliche Intelligenz, während die starke im Moment es noch nicht gibt und sehr lange, ich sehe es im Moment noch nicht, das würde sehr stark mit Abstraktionsniveaus haben, mit Motivation, Moral, Antrieb, das alles fehlt, insofern wird das noch lange dauern. After last week's unpleasantness, I thought maybe this week we might try to listen more and throw things less. I've apologized several times. So, was ich hier zeigen wollte, ist im Prinzip, was nicht kommen wird, eben eine. Mal gucken. So, das haben wir gezeigt bei der Oscar-Verleihung.
ist eine Robotertherapiegruppe. Und wenn Sie sich das im Internet eben anschauen wollen, ich wollte ja einen witzigen Film dazu zeigen, was nicht kommen wird. Und alle diese Roboter, die da sitzen, haben keine Lust, mit Menschen zu arbeiten. Sind also in dem so autonome, starke Intelligenzen, die eins hassen, mit Menschen zu arbeiten. Und die müssen therapiert werden. Und der einzige Mensch, die Dame, bringt ihnen Benehmen bei. Und die kleine Passage, ich spiele sie gleich nochmal ab, ist eben, dass der dicke Roboter immer mit den Ersatzteilen wirft und sie bringt ihm eben Benehmen bei und sagt, das nicht, jetzt musst du dich entschuldigen. Und der einzige Roboter, der eben für Menschen ist und arbeiten möchte, ist hier der kleine Watson, der da unten sitzt, der viele Sprachen spricht und dann sagt, dass er da gerne hilft und zusammenarbeitet und so weiter und alle anderen regen sich dann auf. Schauen Sie sich das mal an, ist ein sehr lustiges Video. Und genau das wird eben so in der Form nicht kommen. Und wir werden noch lange viel Freude haben mit der Einführung der schwachen künstlichen Intelligenz. Insofern hier mal eine Abgrenzung, was Menschen können und was eben kognitive Systeme können. Die Menschen sind besonders gut in diesen allgemeinen Dingen, so Menschenverstand, Moral, Vorstellungskraft, Mitgefühl, Abstraktion, Träumen und eben Generalisierung und dem Framing, dass ich kann entscheiden, was jetzt für mich gerade wichtig ist. Und die kognitiven Systeme aufgrund der Rechenkraft auch, können sehr, sehr gut Wissen finden, Verbindungen verbreiten in einer viel besseren Art und Weise. Wir Muster erkennen, natürliche Sprache, Machine Learning, Fehlerfrüherkennung und natürlich unbegrenzte Kapazität. Wir machen mit einem deutschen Telekommunikationsunternehmen zum Beispiel im Moment Projekte. Wenn Sie jetzt mit Ihrem Router da zu Hause Probleme haben, müssen Sie im Moment durch den Störungsassistent. Das ist ja also sehr unerfreulich und da kann Ihnen niemand helfen am Samstag und am Sonntag. Und all diese Dinge werden in der Zukunft kulanter, angenehmer werden mit solchen Technologien. Und das Gleiche ist in Ihrer Industrie eine riesige Chance, einfach kundenfreundlich und angenehm und auch in gewisser Weise smart und sexy rüberzukommen. Insofern ist die Frage, was sollten Sie jetzt tun? Von den 100 Projekten, die wir aktuell im deutschsprachigen Raum ungefähr haben, sind, würde ich sagen, die Hälfte bis zwei Drittel in diesen sechs Klassen. Deshalb führe ich das jetzt auf. Also wenn Sie Projekte suchen und Sie fallen in eine dieser Klassen, dann sind Sie nicht alleine, dann können Sie davon ausgehen, das kann relativ moderat umgesetzt werden, da gibt es Erfahrungen und so weiter. Das erste ist eben Call und Service Center. Gibt es überall eben, um Produkte zu servitieren, im After-Sales, Fragen, Bestellung, Telefonmarketing, all diese Dinge, wo Menschen sitzen, die sehr, sehr schnell sich einstellen müssen, sehr viel lesen müssen. Und das kann man eben beschleunigen durch kognitive Assistenten, sodass der Mensch sich ruckzuck auf den, mit dem er am Telefon ist, einstellen kann. Das geht im Moment nicht. Wenn Sie mit Ihrem Auto auf der Autobahn liegen bleiben, Sie rufen dann an bei Ihrem Automobilhersteller, dann braucht das im Moment 10 Minuten, bis man weiß, wer ist es, es hat der Garantie, welches Auto, welche Konfiguration und am Ende sagt er, oh nee, lass mal, ich rufe einen RDAC an. Und das wird sich eben ändern, dass man sofort weiß, wer dran ist und sofort auch sieht, was da los ist, weil das Gesamte eben verbunden ist und ein intelligenter Agent einem hilft. Bei den einfachen, häufigen Fragen, das ist der zweite Case, werden Self-Services kommen, von denen haben wir ja in den verschiedenen Videos viele gesehen, über Sprechen oder eben über Bilder. Input-Management, die Automatisierung des Postkorbs, ja, wenn Sie quasi Rückmeldungen kommen von Maschinenkunden, die Sortierung, ist das eine Bestellung, ist das eine Beschwerde und so weiter, das kann alles automatisiert werden. Trendforschung, großes Ding, machen wir mit dem Fraunhofer-Institut für technische Trendforschung, die nutzen einen Watson-Arbeitsplatz, um im Internet schnell die neuesten Materialien, Trends zu finden. Das wäre für Ihr strategisches Marketing in jedem Ihrer Unternehmen ein kleines, gutes Projekt zusammen mit Fraunhofer und sofort haben Sie ein besseres Gefühl für Trends. Empfangschef, den smarten Spiegel haben wir gesehen. Insofern Startups natürlich in allen verschiedenen Konfigurationen. Startup plus AI ist ein gutes Startup. Also die meisten Startups haben heute AI. In dem Sinne empfehle ich Ihnen, starten Sie ein Projekt mit künstlicher Intelligenz und lassen Sie uns gemeinsam diese Potenziale heben. Und ich freue mich auch auf das Gespräch. Vielen Dank.